gekommen, nachdem wir an die Gedenkmesse von meiner Urgroßmutter gewesen sind und ein Jahr später so über ihre Lebensgeschichte geredet haben. Und ich habe das so spannend gefunden, dass ich nachgeforscht habe und gerade gedacht habe, ich könnte das vielleicht in ein IVE-Projekt umwandeln. Das Überraschendste war, dass im Staatsarchiv ihr Kind, was ja unehrlich ist, einfach nie eintragen. Ich denke, es war eine sehr für die Zeit eine moderne Frau und eine sehr mutige Frau, wie sie sich ja getraut hat, alles das anzuerkennen, dass sie ein Kind hat, was unehrlich ist. Ich würde daran fragen, wie sie sich gefühlt hat, dann zumal einfach von ihrer eigenen Familie verstoßen zu kommen und dass sie aus dem Nichts von einem Tag auf den anderen auswandern musste.